Willkommen zurück zu einem weiteren Video zu Star Wars Galaxy of Heroes. Und dieses Video wird über eine Zusammenfassung der Territorialschlachten gehen. Ja, also ihr seht schon die Karte hier, die übrigens von einem Twitch-Streamer ist, Rhino Hard. Ich habe mal kurz geguckt, scheint ganz nett zu sein, der Kerl. Ja, der hat eine gute Karte gemacht. Wollte ich selber machen, kam ich aber nie dazu. Hatte vorher auch schon ein Video gemacht, und zwar zu dieser Karte. Aber die sah einfach noch furchtbar aus. Und die ist einfach nur aufgehübscht und illustriert das Ganze doch wesentlich besser als diese Karte. Ja, und die Zusammenfassung. Da wollte ich aber nochmal alles durchgehen, was jetzt so in den Territorialschlachten ja, mal so beachten muss. Und vor allem auch ja, die ganzen Probleme, die man mit dem Spiel, mit dem Modus hat. Ja. Quasi Zusammenfassung und was man noch verbessern müsste. Ob das nun Capital Games macht oder nicht. Das werden wir noch sehen. Ich habe oben noch einen anderen Thread auf, der ja aus dem Reddit ist halt, wo man ja, die, sagen wir mal so, sie sind sich der Probleme bewusst, die von Capital Games, und werden das dann wahrscheinlich dann irgendwann noch verbessern, aber wahrscheinlich nicht zum nächsten Territorialschlachten, denn die sind ja schon am Montag. Und wenn ihr das Video seht, vielleicht am Sonntag, also nur einen Tag, dann geht es ja schon mal los. So, fangen wir aber erstmal an. Ich habe irgendwie so eine Liste, die kann ich jetzt euch mal kurz zeigen. Was heißt eine Liste? Ich habe einen Textfile geschrieben. Das ist ziemlich umfangreich. Aber im Prinzip ist es dasselbe, was jetzt hier eigentlich auch eingezeichnet ist, ja. Aber wir fangen einfach mal an. Also Phase 1, das Gebiet heißt Rebellenbasis. Gut, hat zwei Kämpfe, ist jetzt schon. Die sind extrem einfach, klar, weil zwei Sterne Voraussetzung ist. Gut. Kann man nicht viel sagen. Und natürlich die Platoons. Wo es dann Buffs, und zwar ist der Rebellen-Guerilla-Angriff für Phase 2a und 2b gibt. Da seht ihr das Rot. Ja. Kommen wir zu Phase 2 auch schon. Ist die Ionenkanone hier oben. Und der Aussichtspunkt ist das da unten. Und jetzt auch schon die erste Kampfmission mit dem 3 Sterne hohen Rebellensoldaten, die man hier braucht. Ja. Und die Ionenkanone ist natürlich das Platoon, die die Schiffskämpfe einfach machen. Obwohl ich nicht ganz weiß genau, ob man das wirklich braucht. Also müssen es die Schiffskämpfe auf 3A, 4A und 5A. Waren schon ziemlich einfach. Also ich glaube, wir haben da auch bei jedem 3 Sterne geholt. Ja, gut, man muss es nicht wirklich einfach machen, aber gut, es war jetzt nur bei uns, bei unserer Gilde so, das kann ja bei anderen Gilden anders ergehen. So, ja, dann haben wir den 2B Platoon-Mission, die kann man, da gibt es die Rebellenversorgungslinien, ja, ein weiterer Buff. Falls ihr nicht genau wisst, was das ist, das könnt ihr natürlich in der Beschreibung der Territorialschlachten nachgucken, also unter Details. Da steht das alles drin, ganz unten, was die ganzen Buffs machen. Ja, und damit kann man halt 3B und 3C buffen. Ja, das, bis dahin sollte es eigentlich alles ganz klar sein. Ist ja nicht allzu schwer. So. Dann kommen wir zu Phase 3. Ja, das ist der erste Schiffskampf, und ich glaube, viele waren auch überrascht, dass er ziemlich einfach ist. Ich habe hier oben auch einen Tipp aufgeschrieben, und zwar könnte man sogar mit 3 oder gar 2 Schiffen machen. Das heißt, man könnte die Schiffe dann eventuell in den Platoons reinstecken, falls sie noch da irgendwo gebraucht werden. Für kleinere Gilden ist das sicher ein guter Tipp. Aber natürlich solltet ihr eure Schiffe dann relativ gut ausgebaut haben. Ja? Also ich nehme mal eine 4 Sterne Schiffe, die jetzt hier Stufe 70 sind oder so, werden da wahrscheinlich doch ihre Probleme haben im Kampf. Bin ich ganz zuversichtlich, dass das so ist. Ja, 4 Sterne braucht man auch hier, Charaktere. Ja, dann kommen wir zur ach ja, das Schiffsgeschwader, genau. Schiffsgeschwader ist hier oben das auch Platoon. Das ist noch relativ einfach zu befüllen, weil man braucht nur 4 Sterne. Und damit kann man den Buff, und zwar heißt der ist kein Buff, sondern ein Angriff, den Rebellen-Tiefflieger-Angriff für 4B und 4C freischalten. Übrigens bei 4A gibt es dasselbe dann nochmal für 5B und 5C. Und für 5A gibt es dasselbe nochmal für 6B und 6C. Ja, ihr seht also die Pfeile, die nach unten gehen.
Das sind alles die Tieffliegerangriffe. Habe ich auch mal zwei Screenshots. Da ist dann der Button hier im Kampf. Den haben tatsächlich viele übersehen, auch bei uns in der Gilde. Ich weiß nicht, wie man den übersehen kann, der blinkt sogar. Ja, und der macht dann riesen Schaden. Das war, glaube ich, in Phase 4. Genau, warte mal. Ja, genau, es war in Phase 4, eins von den Kämpfen hier. Ich weiß gar nicht, welche von den dreien. Beim Kampf 4 von 6. Sieht schon, Stufe 85 waren die trotzdem noch. Und das hat, ja, 69.000, 75.000, 72.000, 72.000 gemacht. Diesen Angriff solltet ihr euch wirklich aufheben für... Ich habe es jetzt hier in dem vierten Kampf gemacht, war aber eigentlich gar nicht nötig. Ich wollte einfach wissen, was so nur passiert. Je nach Aufladephase solltet ihr das... Also ihr könnt es einmal in dem ersten Kampf benutzen. Ja, und selbst das nicht ausgebaute, also wenn ihr nur den niedrigste Stufe, also 2 von 6... Platoons befüllt habt, ja, also die niedrigste Stufe von dem Kampf habt, von dem Angriff habt, dann ist er im, also zumindest wenn ihr normal vorwärts kommt, ja, also wenn ihr die Gegner umhaut wie nichts, dann ist er natürlich dann nicht wieder ready. Also es dauert schon seine paar Runden, bis das wieder verfügbar ist. Übrigens, wenn man das benutzt, entzieht das 100% Tempo. Das habe ich immer irgendwie gedacht, das ist ein extra Angriff oder so. Und zwar von dem Charakter, der, oder dem Raumschiff, der ist dann die Ionenkanone, ist ja dasselbe. Von dem Charakter und dem Raumschiff, der gerade dran ist, in dem Fall wäre das hier jetzt der Jedi Ritter Anakin, ja, der hat 100% zugelassen, wäre jetzt dran mit seinem Angriff, kann aber dann den Tieffliegerangriff rufen stattdessen, ja. Also das sollte man noch in, falls man nämlich gerade einen Heiler oder so hat, der heilen möchte, sollte man das vielleicht nicht gerade bei dem verwenden, sondern dann erst beim nächsten, ja. Ihr könnt jetzt natürlich auch gucken, wie die Zugleisten und so sind, dass der Gegner gar nicht erstmal drankommt oder so. Aber das müsst ihr dann sehen. Alles kann man sehr taktisch verwenden. Ne? Im ersten Kampf, wie gesagt, bis zum fünften ungefähr. Fünften Kampf ist es da wieder fertig. Sofern man nicht alle drei Stufen von dem Tieffliegerangriff freigeschaltet hat. In der letzten Stufe ist, glaube ich, ungefähr beim dritten Kampf, jetzt hier bei 3 von 6, auch wieder ready. Also ungefähr kann man dann ihn dreimal verwenden. Ja, im ersten Kampf, im dritten Kampf und im sechsten Kampf wahrscheinlich. Müsste man mal ein bisschen mehr ausprobieren, aber das ist auch... Ja, wer sich nicht sicher ist, den hebt ihn natürlich für den fünften oder sechsten Kampf auf, denn die sind spätestens in Phase 5 und 6. Ja, also die zwei Phasen, ja, extrem nützlich. Ja. So, jetzt aber genug zum Tieffliegerangriff. Ja, ja, bei 3B gibt es natürlich wieder die Versorgungslinien. Ja, Platoon. Sollte man unbedingt mitholen. Dann natürlich die erste Kampfmission mit dem 4-Sterne-Rotrebellen-Scout. Ja, das ist der hier. Scout ist immer so eine Sache. Nee, der Rotrebellen-Soldat, das ist er. Ja, den hat man halt nicht jeder auf 5 oder 7 Sterne. Ich glaube, dann brauchen wir 7 Sterne. Nee, brauchen wir ja gar nicht. Da brauchen wir noch 5 Sterne. Aber das Scout brauchen wir noch auf 6 Sterne. Ja, ist ja egal. Ja, ich sehe zwei Kämpfe hier oben. Und unten gibt es natürlich dann... Was jetzt? Ja. Unten gibt es dann natürlich den... der heißt... Hast du mir aufgeschrieben? Energiegenerator. Ja, heißt nicht Schildgenerator, sondern Energiegenerator. Das ist dann der Platoon, das Platoon hier. Und ihr seht... diesen pinke Umrandung hier. Ja, das wäre quasi 2 von 6 Kämpfen, die man schafft. 4 von 6 Kämpfen, die man schafft. Und 6 von 6 Kämpfen. Und das schützt gegen den... lass mich gerade nachlesen. Das Orbitalbombardement. Ja. Also da wird es dann... Wenn man das schafft, den komplett auszubauen, dann gibt es hier in diesen Kämpfen kein AOE mehr. Sollte man eventuell auch zuerst machen, wenn man in Phase 3 ist, um allein schon die zwei Kämpfe zu leichtern. Ne? Also, ich sag mal so, für Gilden, die jetzt halt nicht so ausgebaute Charaktere haben und so weiter, ist das natürlich seine Pflicht, dann erst das zu befüllen, dass man wenigstens 2 von 6 Stufen fertig hat und der Schildgenerator wenigstens die zwei Gebiete abdeckt.
Ja, bei Phase 3 ist ja eigentlich relativ simpel, zumindest für uns jetzt gewesen. War jetzt nicht das Problem. Wie gesagt, schwer wird es erst ab Phase 5 und 6, wo man auch wirklich jeden Buff und so weiter gebrauchen kann. Ja, so. Haben wir noch irgendwas zu 3? Ah ja, natürlich. Der erste Spezialmission braucht man halt 5 Sterne Captain Han Solo und 5 Sterne Rot Rebellensoldat, um Rebellenoffizier Leia Organa später freizuschalten. Das soll natürlich jeder machen, die zwei zu farmen. Ja, weil wir wollen schon irgendwann mal die später haben, um dann irgendwann hier hinten die 2000, also bei 50 Membern, 1500 sind es, 1500 Cantina, nicht heißt Gilden, Event Token, genau, so heißen die Dinger, mitzunehmen, weil man braucht sie. Also alles, was in dem Gilden-Event Store drin ist, ist wirklich, man braucht fast alles. Es sind ein paar Sachen drin, die man nicht braucht, aber das meiste davon ist wirklich sehr zu gebrauchen. Da brauchen wir halt die Token. Das soll also jeder ausbauen, dass man wenigstens von ihr die Spieler farmen kann. Und dann irgendwann, natürlich brauchen wir dann irgendwann den 7 Sterne, Captain Han Solo, ja, gut, aber das soll wahrscheinlich eher der Fall sein, als man sie auf 7 Sterne hat. Denn die brauchen wir dann hinten. So, Phase 3. Fertig. Phase 4. Vorderer Luftraum, vordere Gräben und hier äußere Pass heißen die. Das ist übrigens, die heißen die hier noch hinterer Luftraum, hintere Gräben und der Energiegenerator. Ja, falls euch die Namen interessieren, aber ich glaube ja nicht. So. Ja, 4A-Geschwader, wieder mal Rebellen-Tieflieger-Angriff, habe ich schon gesagt. Schiffskampf, auch hier wieder relativ einfach. Man braucht halt nur 4 Sterne. Stimmt das, 4 Sterne? Ja doch, die 5 Sterne, 6 Sterne, 7 Sterne sind für die Charaktere. Und die Schiffe sind halt 1 Stern immer niedriger als. Deswegen brauchen wir hier nur bei dem Schiffskampf 6 Sterne, aber für die Platoons halt 7 Sterne. Das ist das, was halt das Problem ist. Da hat man, glaube ich, beim letzten Mal auch nicht ein Platoon befüllen können. Weil auch wieder so Exoten dabei waren, wieder Millennium Falcon und der TIE Reaper, glaube ich, war auch dabei irgendwo. Aber, na gut, das hat halt keiner auf 7 Sterne. So. Ja, Phase 4. Gibt es noch was da? Phase 4b, zwei Kämpfe. Auch hier brauchen wir den Hoth Rebellensoldaten. Genau, hat keinen Dings dran. 4b. Habe ich aber hier aufgeschrieben. Wunderbar. Doch hier. 5 Sterne Hoth Rebellensoldat, genau. Dann gibt es hier unten natürlich das Platoon. Das heißt, vordere Creme-Platoon, gebufft, Rebellenversorgungslinien gibt es da oben. Und hier unten gibt es dann wieder die Rebellen, den Rebellen-Guerilla-Angriff. Das würde man natürlich. Also, ich sag mal so, von Phase 1 bis 4 ist es nicht ganz so wichtig, die ganzen Boni und so freizuschalten. Das schafft man wahrscheinlich auch ohne. Aber dann halt für Phase 5 und 6, also das. Diese drei Dinger hier, ja, diese drei Platoons, die müssen unbedingt befüllt werden. Weil ab Phase 5 wird es dann schon wirklich sehr schwer. Vor allem, weil man auch, jetzt ja hier schon ein Phoenix-Team braucht. Ja, und hier oben muss man noch einen Scout mitnehmen. Da braucht man auch wieder ein besseres Team. Für. Ja, das ist halt wirklich. Es wird halt nicht einfacher. Ja, man hat es deutlich gemerkt. Von Phase 5 zu Phase 6 wurde es dann nochmal deutlich schwerer, weil halt alle auch dann diverse Buffs und so weiter gefehlt haben und natürlich die Angriffe auch schwerer wurden. Also die erstes AT-AT-Angriff und der ich habe schon Orbitalbombardement, ja, ist ja dann hier auch wieder aktiv, wenn man es nicht deaktiviert. So, kommen wir zu Phase 5. Ja, Phase 5. Raumschiffkampf, 5 Sterne. Gut. Ist auch noch relativ machbar. Also, wir haben ja, wie gesagt, hier die drei Schiffskämpfe, die sind wirklich sehr einfach. Vor allem auch, wenn man die Ionenkanone freischaltet, wird noch einfacher. Ohne wird es wahrscheinlich auch gehen. So, dann haben wir jetzt das Platoon. Auch wieder für den Rebellen-Tieflieger-Angriff, wie gesagt. Eigentlich mit das Wichtigste. Da man dann hier diesen AOE hat, ja, den ich jetzt gezeigt hatte. Nee, nicht da. Da.
Ja, und der Schaden ist aber eindeutig niedriger als das, was man jetzt sieht. Also das in Phase 5 und 6 ist der Schaden auf jeden Fall wesentlich weniger als in Phase 4 noch. Zumindest hatte ich das Gefühl, ich weiß nicht, ich habe da nicht mehr so auf die Zahlen geachtet, aber müsste ich mir die Videos nochmal angucken, was da eigentlich so bei rauskam. Aber na gut. So, Phase 5, ja. Achso, die Gebiete heißen übrigens umkämpfter Luftraum, Schneefelder und vorgeschobene Festung. Was glaube, dass hier eine Festung sein soll, aber na gut. Wo waren wir? Ah ja, genau hier. Ihr seht das Platoon, ja, das ist das Türkise hier. Das ist tatsächlich kein Buff, sondern da wird das erste Mal auch der AT-AT-Angriff, der AOE für den Gegner, einer von zweien, geschwächt oder gar ganz ausgeschaltet, wenn man halt 6 von 6 Platoons befüllt. Also wenn man alle 6 Platoons, also es sind ja, ich glaube, ne, wie viele Platoons sind es? Ich weiß gar nicht. 12, keine Ahnung. Ihr wisst schon. Trotzdem glaube ich 6. Also sind glaube ich 12 Platoons, die man braucht. Ich weiß nicht. Muss ich jetzt nachgucken, aber jedenfalls, wenn man alles komplett befüllt, ist der AT-AT-Angriff in diesem Feld nicht mehr vorhanden. Und dazu muss man sagen, auch ab Phase 5 schon, sollte man wirklich zuerst dieses Platoon befüllen, dass man wenigstens den AT-AT-Angriff abschwächt oder gar ganz deaktiviert, wenn man es schafft. Bevor man Kämpfe in diesem Gebiet macht. Ja, hier unten kann man ja kämpfen, das ist kein Problem, weil da ist nichts. Der eine Kampf, der ist ja dann gut. Da ist halt nichts da. Wenn man Schildgenerator nicht hat, wird es halt auch schlecht. Aber sonst, ja. Übrigens auch noch vom Schildgenerator das Orbitalbombardement hier deaktiviert. Wenn man den schafft, komplett zu erobern. Also komplett zu befüllen. So. Dann gibt es natürlich wieder eine Scout-Mission. Da brauchen wir jetzt diesmal einen 6-Sterne-Scout. Wie gesagt, ist aber bei den Scout nicht so schwer wie beim Hohen Rebellensoldat. Ja, also ich. Ist gut, dass der Scout hier hinten ist, finde ich. Aber gut. So, dann haben wir natürlich noch den ersten. Die erste Spezialmission für den Gilden-Event Token, wo man 10 pro Member kriegt, das heißt 500 bei 50 Membern. Dafür braucht man allerdings einen 6-Sterne Commander Luke Skywalker. Ich glaube, bei uns haben noch nicht. Ich glaube, wie viel hat man denn? 32 oder so? Ich weiß gerade nicht. Es fehlen hier leider noch ein paar, die den Commander Luke Skywalker nicht auf 7 Sterne haben. Ich weiß gar nicht, wie das möglich ist. Haben wahrscheinlich nicht alle Rebellen ausgebaut, ja. Das ist natürlich immer so ein Problem. Ja, sollte man natürlich dann so schnell wie möglich auch mitnehmen, weil man halt diese 500 Tokens, wie gesagt, auch wie hier unten, sehr gebrauchen kann. Der Gilden-Event-Shop ist einfach, ja, man kommt halt, wenn man sehr viele Tokens hat. Und man kann ja, wenn man irgendwann mal 45 Sterne hat und diese zwei auch voll hat, bekommt man ja pro Woche, ich weiß nicht, wie oft das passiert, wahrscheinlich jede Woche kommen dann Territorialschlachten, 8000 von diesen Tokens. Und das ist nicht gerade wenig. Ja, also 6000 bekommt der 45 Sterne hat und dann nochmal 1500 hier und 500 hier macht 8000, ja. Selbst wenn man nicht mal 45 Sterne schafft, ist natürlich dann diese 2000, die man dann da bekommt, schon einiges wert. Und wenn es nur 1500 insgesamt sind, ne, aber von den beiden, man braucht diese Token, sagen wir. So, dann kommen wir weiter. Ja, also hier wird der Angriff verschwächt oder gar ganz entfernt. Und hier gibt es halt wieder den. Moment, lass mich nachgucken. Den Rebellen-Guerilla-Angriff gibt es dann hier für 6b und 6c. Das Platoon zu befüllen ist nicht ganz so wichtig am Anfang, wenn man in Phase 5 ist. Natürlich dann, wenn man in Phase 6 ist, sollte man schon das Platoon hoffentlich auf 6 von 6 befüllt haben. War bei uns auch, glaube ich, auch schon nicht mehr möglich. Deswegen war auch Phase 6 dann schon ziemlich schwer. So, und dann gibt es natürlich eine Kampfmission, die es in sich hat, weil man halt ein Phoenix-Team braucht. Und interessanterweise brauchte man für die Platoons zu befüllen auch Phoenix-Charaktere. Ich weiß nicht, was sich Capital Games dabei gedenkt. Ich finde es jedenfalls blöd. Und ich hoffe, die ändern das auch, dass man Charaktere, also zumindest wenn man halt so spezielle wie hier, Phoenix-Charaktere und hier Rogue One-Rebellen, ja, also hier Base Marvels, Shirt und so weiter, das sind alles hier Rogue One-Charaktere,
wenn man diese hier braucht, dass die da nicht zusätzlich auch noch in den Platoons auftauchen. Also ich weiß nicht, es gibt so viele Charaktere, da kann man doch wirklich andere nehmen als die. Also, ja, zumindest bei den Phoenix sind es halt nur 6 Mann. Hier sind es ja wenigstens 9. Ja. Das heißt, man braucht 5 Mann und hätte da jetzt noch einen übrig, ja, wenn man es befüllen möchte. Aber ja gut, das ist halt. Das wird es wahrscheinlich auch nicht ändern, denke ich mal nicht. Bin mir ziemlich sicher, dass sich da nichts ändern wird. Das werden sie so drin lassen. Ups. Ja, den Scout habe ich schon erwähnt. Gut, das war's mit Phase 5. So, dann kommen wir zu Phase 6. Heißt hier oben Sammelpunkt Imperiale Flotte, dann das heißt Imperiale Flanke und das ganz unten heißt Imperiale Landezone. Genau. So, und jetzt wird's interessant, denn Phase 6, wie gesagt, ich habe doch gar nicht meine Mausrad gedrückt. Phase 6 ist nämlich interessant, weil es wirklich das schwerste ist von den Phasen, klar, ist die letzte Phase, aber auch weil man halt in Phase 5, wenn man halt die ganzen. Also zum Beispiel ist das Orbitalbombardement wieder da. Das heißt, man muss es hier in dem Platoon, im Bereich der Flanke-Platoon, muss man es wieder deaktivieren. Ne, das war der AT-AT-Angriff. Ne, Moment. Ne, muss es hier oben deaktivieren, genau. Bei den Geschwadern muss man dieses Orbitalbombardement wieder deaktivieren. Das heißt, man muss hier, braucht hier 7 Sterne, Raumschiffe und kann damit dann auf beiden, auf 6B und 6C, dieses Orbitalbombardement deaktivieren. Geht also nicht mehr hier über den Schildgenerator, sondern muss es dann wirklich, das haben wir einfach nicht geschafft. Wir haben, glaube ich, nicht mal einen, ich glaube, wir hatten 14 von 15, ich glaube, dreimal oder so, aber da fehlt dann halt irgendein Schiff, was nicht mehr fahrbar ist. Ja. Dazu komme ich später auch nochmal. Schiffskampf, 6 Sterne, hier oben noch den zu erwähnen, ist relativ einfach. Man hat aber die Ionenkanone natürlich nicht mehr. Deswegen wird es ein bisschen schwerer. Und ich glaube, es sind auch mehr Schiffe, die als Verstärkung gerufen werden. Oder werden überhaupt welche gerufen, weiß nicht. Sollte man lieber einen vollen Squad nehmen, auch wenn man hier Schiffe braucht. Da lieber kein Risiko eingehen und da die Sterne holen. Weil, ja, es ist halt so. Platoons zu befüllen, ja. Das ist immer so eine Sache. So, da haben wir natürlich dann hier unten, das habe ich ja schon gesagt, das Platoon, was auf 6B ist, deaktiviert oder schwächt, also schwächt oder deaktiviert den AT-AT-Angriff. Und das auch wieder, sollte man hier wieder zuerst machen, genauso wie hier. Ja, hier ist nämlich auch ein AT-AT-Angriff. Das heißt, bevor man hier Kampfmissionen macht, sollte man ähnlich wie da, oder eigentlich das gleiche wie da, zuerst die Platoons befüllen. Ja, bevor er irgendwelche Kämpfe macht, macht erst die Platoons voll. Und wenn das eine Zeit dauert, naja, ist es halt so. Weil der AT-AT-Angriff und das Orbitalbombardement zusammen, also das. Man merkt es im Kampf 5 von 6 in den Kämpfen hier, dass es dann ziemlich schnell vorbei ist. Also, im fünften Kampf kann man das eventuell noch vielleicht durch einen Tieffliegerangriff ausgleichen. Ja, dann kommt man eventuell in den sechsten Kampf, den schafft man dann aber nicht mehr. Weil da wieder AOE kommt und dann ist man ziemlich schnell tot. Und die Gegner machen natürlich auch wesentlich mehr Schaden. Ja. Also wirklich zuerst machen. Also ich sehe das, die drei hier hinten, 5B, 6B und 6C, zuerst die Platoons befüllen. Ganz wichtig. Und natürlich dann bei 6A das Platoon von den Raumschiffen zuerst. Also in der Phase 6 quasi zuerst die Platoons von den Raumschiffen, wenn man es schafft, wäre natürlich optimal. Und dann halt die Platoons für die Gebiete, wenn man da kämpfen möchte. Ja, sollte man nicht vergessen. So, ja, dann gibt es eine 7-Sterne-Kampfmission und zwar mit Rebellen-Only. Das sieht man jetzt hier nicht. Das ist wahrscheinlich die hier oben. Da kann man wirklich nur Rebellen mitnehmen. Also sollte man seine Rebellen auch nochmal gucken, was man noch so übrig hat. Und hier unten ist natürlich dann, das habe ich schon gesagt, die Rogue One Kampfmission. Ja, ihr seht schon, die Charaktere kann man nachher alle verwenden. Ich habe davon tatsächlich auch 6 Charaktere auf 7 Sterne. Also ich könnte tatsächlich ein Team zusammenbauen, aber 3 davon sind halt nicht ausgebaut. Da arbeite ich gerade noch ein bisschen dran, aber das dauert, bis ich da wirklich was machen kann. So, und dann kommen wir zu 6C.
Da ist ein normaler Kampf nochmal. Ja, aber die Spezialmission ist halt die, wie gesagt, für 30 Tokens. 30 Tokens, aber dafür brauchen wir halt den 7-Sterne Captain Han Solo und den 7-Sterne Rebellenoffizier Leia Organa. Und bis man das schafft, es dürfte sein, ein bisschen dauern. Selbst für Elite-Gilden, ja, hier, ach, wie heißen sie? Ihr wisst schon, alle berühmten Gilden, die, ich weiß nicht, wie viele, ich glaube, 130 Millionen galaktische Macht haben oder so. Selbst die werden dafür ziemlich brauchen, weil man halt, ja, man kann halt maximal 50 von den, Rebellenoffiziere Organa-Spielern bekommen. Und ich nehme an, das haben selbst die noch nicht ganz am Anfang direkt geschafft, direkt 50 zu holen. Also, es dauert schon ein paar Wochen. So, ja, übrigens, für alle, die jetzt bis hierhin durchgehalten haben, wundert euch nicht, warum ich jetzt diese Karte nehme. Ich kann es live nicht zeigen, denn nachdem die Territorialschlachten weg waren, war das ganze Event weg. Man konnte nicht mehr mal angucken, wer jetzt was gemacht hat und so. Falls man das noch machen wollte bis 15 Uhr, ist alles weg gewesen. Ja. Jetzt steht wieder Neues drin. Man kann aber diesen neuen Territorialschlachten hier am Montag anfangen. Am Montag übrigens 18 Uhr. Am 12.9. Ne, am 11.9. Nicht angucken, sondern nicht betreten, sondern ja, man kann nur die Details und so angucken, wie vorher schon. So, das nur dazu jetzt. Ja, was könnte man besser machen? Tja, da gibt es einiges. Eins hier oben, das habe ich hier oben reingezogen, das wollte ich euch noch zeigen. Das habe ich nämlich auch schon gedacht. Ihr seht das hier. Ja, ihr erinnert euch, das ist die Anzeige, wie viele von den Spielern aus der Gilde die Kampfmission gemacht haben. Und ja, das hat er jetzt hier gesagt, das wollen sie gerne ändern. Und I'm not really a Jedi hat er schon reingeschrieben, not a bad, also kein schlechter Vorschlag. Ich habe eine Notiz gemacht. Und das soll heißen, wenn wir das machen, if, ja, wenn wir das machen, wird es nicht so schnell kommen. Go live quite for a while. Also ich denke mal so, ja mindestens die nächsten 3 oder 4 Territorialschlachten, wenn es wirklich 3 bis 4 Wochen sind, wird das sicher nichts so schnell kommen. Also das wird auf jeden Fall, ich denke mal, es kommt, weil es macht auch mehr Sinn irgendwie, keine Ahnung. Da habe ich mir schon überlegt, das könnte man zum Beispiel machen wie, also man klickt da drauf. Man klickt da drauf und dann sieht man halt eine Liste, ganz normal. Wer hat da dran teilgenommen? Stehen halt alle, die jetzt dran teilgenommen haben, stehen oben. Und dahinter in Klammern zum Beispiel, wie viele Kämpfe sie geschafft haben oder in der Punktzahl, die sie da gemacht haben. Ja. Das wäre natürlich interessanter. Also Kämpfe oder Punktzahl in Klammern dahinter. Oder halt, die es nicht gemacht haben. Die könnten zum Beispiel ganz unten stehen in der Liste und werden dann ausgegraut, dass man die halt direkt nochmal anschreiben kann und sagen, hier, was ist los? Warum hast du keinen Kampf gemacht? Wir brauchen deine Punkte. Na, so wäre das halt das Optimum gewesen. Hätten sie wahrscheinlich schon vorher einbauen sollen, aber das, ja. Ich weiß immer nicht, wer das so testet, weil ich habe immer das Gefühl, es testet keiner, die ganzen neuen Content und so weiter. So. Ja, was könnte man noch machen? Naja, Offiziere sollten bestimmte Missionen oder Gebiete sperren können. Das hatten wir unter anderem auch gehabt, ja. Zum Beispiel hier oben. Da haben Leute noch hier oben Kämpfe gemacht und stationiert und was weiß ich noch und Platoons befüllt. Gut, Platoons glaube ich nicht mehr. Nee, es war nicht hier, sondern hier. Ja, genau, haben hier noch Leute Kämpfe gemacht und ja, obwohl man hier unten eigentlich die Platoons hätten befüllen müssen und so weiter und hier Kämpfe gemacht hätten. Dann hier haben wir, glaube ich, nur 2 von 3 Sternen bekommen. Man hat deshalb den Schildgenerator nur auf bis hierhin gehabt und Phase 5 war dann etwas schwerer für uns. Ja, und da ups, dann wäre es natürlich toll, wenn Offiziere halt bestimmte Gebiete oder Missionen komplett sperren können. Ja, dass sie sagen, okay, da soll jetzt keiner mal was reinschicken. Oder da kann keiner mal was reinschicken und das wäre dann halt ja, tabu. Am Anfang wäre es natürlich wichtiger, das zu machen.
Also jetzt so in den nächsten zwei, drei Kämpfen, die jetzt da kommen, zwei, drei Wochen. Aber ich nehme mal nicht an, dass er so schnell kommen würde. Als dann später, weil später weiß es dann auch jeder, wirklich jeder. Also, außer vielleicht jemand, der neu bei dem Spiel ist, aber gut. Da muss man dann sowieso nochmal Einweisungen machen. So. Ja, dann gibt es natürlich die Probleme mit den Charakteren und Schiffen, die man gar nicht farmen konnte bis dahin. Zum Beispiel hier oben, die Schiffe sind ja immer noch. Zum Beispiel Cassians U-Wing oder der Millennium Falcon, ja, das sind Schiffe, die, also vor allem der Millennium Falcon, der ist seit Anfang an das Modus im, also das Raumschiffkampfes im Spiel und man konnte ihn noch nicht einmal farmen. Ich verstehe aber nicht, was da los ist. Warum kommt er nicht mal irgendwo in einem Knoten rein oder irgendwo die Tokens für irgendwas kaufen? Nee, nicht mal das, also verstehe ich aber nicht. Also das ist so ein Problem an dem Modus, hier bei den Platoons war natürlich das Problem, die ganzen neuen Ewoks. Jetzt haben sie wieder zwei neue Charaktere eingebaut. Den Schmuggler-Veteran, Schmuggler-Veteran, Han Solo und den Chewbacca. Ja, die wird man jetzt wahrscheinlich im nächsten Territorialschachten auch wieder brauchen in den Platoons. Dann kann man wieder nicht befüllen, zumindest nur bis hierhin. Weil 4 Sterne habe ich zum Beispiel, da könnte ich 2 reinsetzen. Ja, aber es ist halt alles so, ich weiß nicht, man merkt halt, dass dieser Modus für Spieler ist, die viel ausgeben, irgendwie, ich weiß auch nicht. Das ist ein bisschen schade, aber gut, da brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Ja, und dann hatte ich noch eine Idee, weiß nicht, ob das irgendwo stand oder so, keine Ahnung, ich habe es jedenfalls nicht gelesen, und zwar, wenn keiner aus der Gilde ein Schiff oder einen Charakter hat, ja, der irgendwo in den Platoons gebraucht wird, dann ist dieses Platoon einfach gesperrt. Ja, ich meine, was ist denn der Sinn daran, es zu befüllen? Es macht absolut keinen Sinn, ein Platoon oder ein Geschwader zu befüllen, wo aus der Gilde nicht einer diesen Charakter oder das Schiff hat. Und da wäre es doch optimal, wenn man draufklickt auf das Platoon, dann sieht man die ganzen Charaktere, die man braucht. Und bevor man irgendwas reinsetzen kann, ist da ein riesengroßes Schlosssymbol dran, ja, und sagt hier, nö, brauchst du hier nichts rein, weil wir haben es nicht. Wir können es nicht fertig machen. Das wäre doch eigentlich das Optimum, oder? Ich weiß nicht. Das hätten wir doch eigentlich schon vorher mal in das Spiel implementieren können, aber ich nehme auch nicht an, dass das kommt. Das ist wahrscheinlich wieder zu viel Aufwand. Du müsstest ja das Spiel gucken, okay, wer hat es gerade in der Gilde, den Charakter, dann kann das befüllen. Aber eigentlich ist es nur eine Abfrage und wäre eigentlich ziemlich einfach zu einzubauen. Naja. Ja, und das mit den Phoenix-Charakteren, die man halt in Phoenix-Platoons braucht, gut, habe ich schon gesagt. Phoenix-Charakteren, die man im Kampf hat und dann in Platoons braucht, gut. So ist das halt, das wird halt wahrscheinlich auch nicht geändert, aber das ist auch noch so ein Problem. Und dann sehe ich noch ein weiteres Problem. Ich bin jetzt gerade bei 33 Minuten, ja, ich will noch mal so lang drüber reden. Und zwar, das zweite Problem ist die Zeit. Ja, also die Zeit, die man für die ganzen Kämpfe braucht, und es sind einige Kämpfe, ja. Also wenn man durchzieht, 2, 5, 6, 7, 8, 9, ja, hier ist auch noch 10, also wenn man die Kämpfe alle durchzieht, sind jede Menge Kämpfe. Und die Zeit, die man halt dafür braucht, um sie von komplett zu machen, ist halt, ich sehe da echt Probleme. Also wenn dieser Modus jetzt länger läuft und davon ist ja auszugehen, ist ja neuer Content, warum soll er nicht lange laufen, sehe ich echt Probleme, dass viele Spieler da jetzt abspringen. Weil sie sagen, okay, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr. Es ist nämlich ein Mobile-Spiel und ein Mobile-Spiel ist eigentlich immer so ein Ding, okay, du spielst mal jetzt hier 5 Minuten und da 5 Minuten und vielleicht insgesamt im Tag, was weiß ich, also ich zum Beispiel jetzt zum Beispiel bei einer Stunde oder so oder anderthalb Stunden am Tag, dass ich das Spiel spiele, gucke ab und zu mal rein, mache meine Missionen und so weiter, mache meine Kämpfe. Ja, aber dieser Modus ist halt wirklich sehr zeitaufwendig und da sehe ich echt Probleme, dass da Leute sagen, okay, nö, jetzt habe ich keinen Bock mehr auf das Spiel und gehe. Weil man braucht ja in der Gilde Leute, die das auch wirklich machen wollen und so viel Zeit investieren wollen. Und wie gesagt, es ist ein Mobile-Game und ja, es ist halt kein MMO, wo man sagt, okay, die alle, die das MMO spielen, die wissen, okay, wir brauchen jetzt viel Zeit, um das zu spielen. Ja, es ist halt, das ist ein bisschen grenzwertig und ich sehe da echt Probleme in der Zukunft da, falls dieser Modus wirklich so zeitaufwendig bleibt.
Kann natürlich sein, dass sie das wieder ändern und ähnlich wie bei dem heroischen, nee, bei dem normalen Tank Raid, der neues Spiel kam, da hat ja auch übelst viel Zeit verschlungen. Also die ganzen Kämpfer, bis das durch war und so weiter, das haben sie ja verbessert, haben sie ja ziemlich schnell verbessert. Ja, und ich denke mal, hier könnte das durchaus auch der Fall sein. Wir werden sehen. Wir werden auch sehen, wie sich dieser Modus verbessert und entwickelt. Ich hoffe zum Guten, ja, dass sie die ganzen Probleme, oder es sind einige, wenn man halt auf Reddit guckt oder in den Foren, es sind Leute, die beschweren sich über alles Mögliche, also in dem Modus. Es ist aber auch verständlich. Ja. Ich habe jetzt die gröbsten Probleme aufgezählt und ich denke mal, ihr seid auch mit mir einer Meinung, dass das alles Sachen sind, die man halt verbessern muss. Ja, also das muss ratzfatz gehen. Das sollte. Wir haben jetzt September, am 9. September, ich würde mal sagen, spätestens Ende Oktober müsste dieser Modus wirklich verbessert worden sein. Und zwar. Ja, zur Freude der Spieler. Ich kann es nicht anders sagen, ja, weil. Ja, ich sehe immer noch Probleme. Überall. Aber gut. Das soll jetzt auch gewesen sein. 36 Minuten. Dann danke ich mal wieder fürs Zuschauen und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auch ein Like da und ein Abo, würde ich mich auch drüber freuen. Ihr könnt auch natürlich das Video kommentieren. Ich freue mich über jeden Kommentar. Ich lese auch alle Kommentare, denn aktuell sind es nicht viele. Ich antworte auch auf ziemlich alle Kommentare, zumindest wenn sie antwortswert sind, heißt das so? Naja, aber ja, wie gesagt, danke fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Video. Macht's gut.